Willkommen bei AI Tipps und Tricks. Ihr wollt euer Samsung Galaxy S22 verkaufen und das natürlich zum besten Preis. Wir helfen euch mit unseren Tipps und Tricks, wie ihr möglichst viel Geld für euer Samsung Galaxy S22 bekommt. Also, viel Spaß beim Video. So, es ist an der Zeit. Ihr wollt euer Samsung Galaxy S22 bzw. S22 Ultra oder überhaupt ein Handy von der S22-Serie von Samsung verkaufen. Und zwar natürlich zum besten Preis. Ihr wollt möglichst viel Geld dafür bekommen. Was ist denn dafür eigentlich alles wichtig? Es fängt schon von Anfang an, ab dem Moment, wo ihr das Handy eigentlich kauft. Und ihr habt jetzt das Handy gekauft, ihr habt die Schachtel hier und habt das Handy ausgepackt. Und das Erste, was ich euch empfehle, ist grundsätzlich, macht eine Folie hier drauf. Direkt am Anfang eine Folie. Schaut euch irgendwie um, ihr habt so viel Geld für das Handy ausgegeben, da sollten irgendwie die 5 oder 10 Euro für so eine Folie sollten euch nicht stören. Packt eine Folie drauf, dann können auch hier keine Kratzer entstehen und dann seid ihr auf jeden Fall sicher, denn jeder einzelne Kratzer sorgt dafür, dass der Wert eures Handys runtergeht. Und natürlich jeder andere Kratzer auf anderen Stellen natürlich auch. Also wenn ihr auf der Rückseite irgendwelche Probleme habt oder so, dann natürlich sinkt der Preis auch. Und deswegen holt euch auf jeden Fall eine Schutzhülle. Und dann habt ihr eine Schutzhülle eben für das komplette Handy. Ihr habt eine Panzerglasfolie oder überhaupt eine Folie hier drauf. Und dann seid ihr schon mal relativ sicher, wenn ihr das verkaufen möchtet. Ist auf jeden Fall schon mal super. Das Zweite, was ihr machen solltet, ist natürlich das Handy einmal komplett zurückzusetzen. Wir gehen dafür einmal in die Einstellungen und müssen dann faktisch einmal auf den Punkt Konten und Sicherung Konten und Verwalten und dann gehen wir jetzt hier auf euer Konto rein und könnt dann hier einfach auf Konto entfernen gehen. Und wenn ihr das einmal gemacht habt, dann geht ihr ganz nach unten auf die allgemeine Verwaltung und dann gibt es hier ganz unten den Punkt zurücksetzen und dann sagt ihr hier auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Dann wird das Handy einmal komplett zurückgesetzt. Super, ihr habt eure Folie und so weiter, weiterhin alles drauf, alles tipptopp. So, das ist erstmal sozusagen als Vorbereitung, wenn ihr das Handy verkaufen möchtet. Das Zweite ist, bewahrt immer die Schachtel auf. Es gibt Leute, die schmeißen die Schachtel weg, würde ich gar nicht machen. Also bewahrt auf jeden Fall die Schachtel auf und dann, wenn ich jetzt diese Schachtel hier habe und die einmal hier aufmachen will, wenn die mich mal aufmachen lässt, dann lasst alles drin, was hier drin war. Ihr lasst das Kabel drin, den SIM-Card-Ejector und so weiter. Also alles das, was ihr dort habt, lasst das bitte drin. Und das ist nämlich auch eine Sache, was eben öfter abgefragt wird. Ja, ist da noch die Originalverpackung dabei und so weiter und so fort. Und dann könnt ihr auf jeden Fall sagen, ja, ist dabei und ich habe das alles. Und dann ist das auf jeden Fall schon mal super. Sorgt auch dafür, dass der Preis steigt. So, und wo verkauft ihr denn letztendlich das Handy? Es gibt da prinzipiell meiner Ansicht nach zwei Möglichkeiten. Das eine ist eBay Kleinanzeigen. Das könntet ihr auf jeden Fall versuchen. Dort am besten richtig viele Fotos machen, einmal von schräg oben mit gutem Licht, dann nochmal mit der Verpackung, zeigt einfach, was das Handy hat, einmal von Namen, dann nochmal Verpackungsinhalt und so weiter. Schöne Fotos machen, einen schönen Text schreiben, also nicht einfach verkaufe S22, sondern einen schönen Text schreiben. Wenn ihr die Rechnung habt, schreibt rein, dass ihr die Rechnung habt und dann schaut euch einfach um, so was so andere Leute dafür haben wollen und orientiert euch irgendwo dazwischen. Also das ist eine Methode. Dafür bekommt ihr faktisch mehr Geld, als wenn ihr das an einen Händler verkauft, weil nämlich, klar, eBay Kleinanzeigen, die Leute wollen es kaufen und dann nicht nochmal weiterverkaufen. Der Nachteil ist, ihr wisst ja nicht, mit was für Honks ihr da zu tun habt. Ja, ich, Alter, ich gebe dir da irgendwie 100 Euro weniger oder so. Ich habe schon alles erlebt, ja. Und schickt ihr mit PayPal per Freunde und so. Also, das ist echt schwierig. Oder ich gebe dir Bargeld und ach, was weiß ich was. Ja, also, das ist eben so eine Sache, da schlägt man sich herum. Aber, dann ist das natürlich auch verkauft. Also, hoffentlich irgendwann verkauft. Falls nicht, muss man nochmal Preis anpassen und so weiter und so fort. Das ist halt ein bisschen Arbeit. Eine zweite Methode ist eben, das an Händler zu verkaufen. Und da gibt es eben so Händler wie zum Beispiel MySwoop oder Rebuy oder irgendwie andere. Und das sind letztendlich solche Online-Plattformen. Und dort könnt ihr dann eben draufgehen und dann sagen, okay, ich habe ein S22 Ultra jetzt in diesem Fall, ich möchte das verkaufen. Dann stellen die verschiedene Fragen, sind Kratzer drauf, ist alles Zubehör dabei. Tragt ihr das alles ein und dann sagen die euch einen Preis. Und an diesem Preis könnt ihr euch grob orientieren. Die werden das Gerät dann natürlich nochmal prüfen. Aber faktisch ist, ihr packt dann einfach nur alles ein und schickt das los. Und dann sagen die euch, okay, wir haben dir 500 Euro gesagt, du kriegst 480, ja, und dann ist die Sache erledigt. Also total einfach und bequem, gar keine Gedanken, aber wahrscheinlich hättet ihr bei eBay Kleinanzeigen vielleicht 550 Euro dafür bekommen, weil der Händler, der will es ja nicht behalten, der verkauft es weiter. Das heißt, er will auch Gewinn machen und deswegen ist das natürlich so eine Sache, wo ihr dann überlegt, okay, aufgrund der Bequemlichkeit, ja gut, die 50 Euro, ja gut, ist mir egal, aber Hauptsache das Gerät ist weg. Also von daher überlegt euch eben genau, was ihr machen wollt. Wichtig ist immer, guter Zustand, alles aufbewahren und dann entscheidet ihr euch einfach dafür, ob ihr einfach ein bisschen Zeit habt oder ob ihr es einfach schnell loswerden wollt. Beides ist absolut in Ordnung. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass ihr den besten Preis für euer Samsung Galaxy S22 bekommt. Das war's dann auch schon für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert kostenlos den Kanal. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Anmerkungen, dann schreibt es uns auch gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.